Der kleinste SUV in Deutschland wird elektrisch. Unbedingt dranbleiben. Wie ich es gerade schon verraten habe, endlich. Aixam hat es geschafft, den Aixam Crossover auch elektrisch anzubieten. Und ja, Ende des Videos. Nein, ein paar Infos geben wir euch noch. Ihr seht hier unser Dreiergespann von unseren Crossover-Modellen. Sind jetzt noch keine Elektrofahrzeuge, also ist jetzt ein ganz neues Thema. Ab jetzt könnt ihr das Elektrofahrzeug bestellen als Crossover. Allerdings ist schon etwas teurer, ne? Also genau. 19,5 ist der Einstiegspreis, habe ich das richtig in Erinnerung? Ich meine schon, also ich blende einfach mal ein. Genau, also bezahlen, ihr wisst, bei uns ist mit Zahlen immer ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall habe ich mir gemerkt, ist schon eine Stange Geld, aber ihr habt mehr Akkukapazität. Ich glaube 0,6 Kilowattstunden mehr als beim Coupé. Ja, unsere Vorbereitung, also das wird jetzt auch eingeblendet, Akkukapazität hat sich erhöht. Ansonsten gehen wir nochmal zu den Crossover-Modellen. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Außer natürlich, wie ihr von Elektrofahrzeugen kennt, ist hier vorne jetzt die Elektrosteckdose, ja, wo man das laden kann. Hier jetzt natürlich nicht, weil es ist jetzt der Diesel. Und optional habt ihr hier hinten, das finde ich immer noch cool, das kann ich gar nicht oft genug sagen, wenn ihr ein Elektrofahrzeug von Aixam kauft und bestellt euch die Standheizung serienmäßig dabei, dann wird der originale Tankstutzen von Dieselfahrzeugen weiterverwendet für den Kraftstofftank der Standheizung. Und das finde ich irgendwie interessant. Ein kleiner Kritikpunkt bei Elektrofahrzeugen, die keine Standheizung haben, da ist diese Aussparung hier auch, aber es ist halt kein Tankdeckel drin. Finde ich, sieht so ein bisschen doof aus. Da könnte Aixam eigentlich ein anderes Seitenteil für entwickeln, fürs Elektroauto. Vor allen Dingen bei den Preisen. Ja, finde ich auch. Zum Thema Elektrofahrzeug, Crossover. Wir gucken, ob wir einen bestellen. Wir können euch nur nicht sagen, wann der endlich da ist. Denn aktuell Lieferzeiten Aixam sind wir schon bei 13, 14, 15 Wochen. Und wir wissen gar nicht, wo uns der Kopf steht, ehrlich gesagt. Wir kriegen fast, na, wöchentlich kann man nicht sagen, aber ja doch eigentlich schon gefühlt, Preiserhöhung. Deswegen werdet ihr auch wahrscheinlich Unterschiede in der Preisgestaltung finden, dass manche Lagerfahrzeuge günstiger bei uns im Netz stehen wie neu bestellte Fahrzeuge oder Elektrofahrzeuge wieder andere Kurse haben. Das muss ich jetzt alles einpendeln. Wir können die Preise leider nur so weitergeben. Aber die Fahrzeuge, die praktisch hier im Lager stehen, die haben auf jeden Fall noch die alten Preise, ne? Genau, also das ist uns ganz wichtig. Also alle Bestandslagerfahrzeuge werden noch zu dem Preis verkauft, wie wir vorher auch anbieten könnten. Also wir machen jetzt nicht den Preis weg und sagen, hier Preiserhöhung, alle Lagerautos sind auch teuer. Das fände ich falsch, denn wir haben sie auch noch zum günstigen Kurs eingekauft. Ja. Nur alles, was jetzt nachkommt an Fahrzeugen, die wir bestellt haben, bezahlen wir auch mehr, müssen wir den Preis leider weiterreichen. Genau. Also vielleicht ein Grund, mal bei uns so auf eine Lagerliste zu gucken, was wir noch haben. Und wer sich sowieso überlegt, ein Fahrzeug zu kaufen, vielleicht kann er da noch ein paar Euro sparen. Also wir sprechen hier von Preiserhöhungen von bis zu 1000 Euro, je nach Modell. Das ist schon eine Nummer. Sonst elektrofahrzeugtechnisch, was sollen wir euch noch sagen oder was sollen wir euch noch zeigen? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, was wir vielleicht noch mit einem Elektrofahrzeug machen können, um ja, euch zu überzeugen. Euch zu überzeugen. Vielleicht ein Überzeugungspunkt, guckt euch mal das Video an, Umweltprämie. Noch läuft das, also das ist immer noch gewährleistet, dass ihr euch das einstreichen könnt. Damit hat man vielleicht die Preiserhöhung wieder so ein bisschen im Sack bei den Fahrzeugen. Genau. So, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Abo nicht vergessen.